Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge LS17 auf der FIMAP Fichtelberg. So, heute wollen wir ja wieder neue Tiere kaufen und gegebenenfalls eine weitere Wiese abmähen. Ne? Das ist ja der Plan für heute. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hochfahren zum Viehhändler. Uns dann halt den Anhänger vollknallen mit Viecher, dass wir die 70.000 nochmal ausgeben. Und diese Wiese wollen wir nachher abmähen. Das ist so, das ist meine Wiese, die ich gerne abmähen möchte. Das heißt, wir haben ein bisschen was zu tun für heute, mal wieder. Aber das sollte kein Problem sein, denke ich mal. Und ich hoffe, dass es auch gut ankommt, dass wir immer mal wieder solche Geschichten machen. Also, das heißt Geschichten machen, dass das halt immer so eine... Ich versuche das halt wirklich immer geschlossen irgendwie eine Aufgabe zu erledigen, ne? Beziehungsweise zu sagen, okay, heute machen wir das und das und das machen wir dann auch, ne? Sprich, wir fahren heute Kühe kaufen und dann machen wir das noch und dann am nächsten Tag machen wir irgendwie das und das oder eine Feldmission mal wieder oder kümmern uns nur darum, Gras zu besorgen etc. Und ja, das ist so, das ist das, was ich mir so vorstelle für dieses LP, dass es halt dahin geht, dass es alles so ein bisschen mehr koordiniert ist und dass man auch sagen kann, ey, ja, cool, ist ja toll und so. Ey, wir könnten den anderen Weg nochmal ausprobieren, ne, wenn wir wieder runterfahren. Oh ja, das können wir mal ausprobieren. Wenn wir runterfahren, können wir den anderen Weg nochmal ausprobieren, der durch einen kleinen Bach da durchgeht. Das testen wir mal. So, hier die 46 ist übrigens auch eine sehr, sehr schöne Geschichte für eine Feldmission, weil das wird auch irgendwas mit Düngen sein und beziehungsweise auch hier die 41, das wird auch irgendwas mit Düngen nur sein und dann ist gut. Das müssen wir mal so ein bisschen im Auge behalten, weil da tatsächlich die Feldmission ja das momentan die einzige Möglichkeit sind für mich an Geld ranzukommen, solange die Kühe halt noch nichts abwerfen, ne? Und das wird halt auch noch ein bisschen dauern, bis die das erste Mal so richtig was abwerfen. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die halt gut versorgt sind. Ne, sprich, dass die immer alles haben, was sie brauchen. Wir könnten natürlich auch noch, das fällt mir auch gerade ein, für eine Ballenpresse. Ich würde ja auch gerne eine Ballenpresse haben, damit wir halt alles Mögliche, was wir an Gras so haben, dass wir das dann gleich durchpressen. Dass wir uns eine Ballenpresse kaufen und dafür halt einen Kredit aufnehmen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Oder es gab ja eigentlich auch... Oh, das wäre natürlich besser, ne? Das gibt ja eine Rundballenpresse. Eine Presse für Rundballen, die auch gleich hinten die... gleich schon Silageballen macht, ne? Stimmt, da gab es doch was. Da gibt es doch was ganz neu. Oder was heißt ganz neu? Das ist ja mit dem einen DLC dazugekommen. Da war ja was. Dann können wir nämlich, da ich ja eh noch momentan die Silage-Einwickelmaschinen gedöns. Das habe ich ja eh momentan noch auf Pumpe ausgeliehen. Das heißt, das könnten wir dann ja wieder... Ist das richtig? Nee, ne? Das könnten wir dann ja schön wieder zurückgeben. Und dadurch halt dann haben wir dann quasi ein Gerät, mit dem wir das alles machen können. Das wäre ja eine gute Idee. Ist immer nicht so doll. Mal nicht so doll einlenken, sondern das ein bisschen mit Gefühl machen. Mit Gefühl und FE. Ja, das sieht gut aus, ne? Ein bisschen konzentriert dabei. Da kommen wir gleich auf die Rampe rauf. Das ist ein bisschen driften wir ab, ja? Aber ist nicht schlimm. Wir sind drauf, alles klar. Einmal Kühe einkaufen. Das Krasse wird halt irgendwann mal sein, wenn wir vielleicht auch Kühe verkaufen können. So, jetzt haben wir wieder einen Spielstand, einen Kontostand, der für meine Spielstände normal ist. Muss man ganz ehrlich sagen. 17.000, jo, das ist jetzt ist es ein LP von Tizian, definitiv. Der hat auch sonst nie so viel Geld. Oder hängt das damit zusammen, dass die Produktivität... Wieso ist eigentlich die Sauberkeit immer noch auf 95? Ich habe doch alles weggeräumt. Dachte ich. So, es gibt nämlich hier hinter der Kurve gibt es die Möglichkeit, so einen kleinen Feldweg runterzufahren. Und dann ist man nämlich auch direkt... Dann fährt man einmal durch den Fluss durch und kommt dann später auf der anderen Seite wieder raus. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal Holz machen hier auf der Map nochmal.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wenn ich denn hier auf dieser Map Holz mache, dann glaube ich echt nur mit richtig großem Gerät. Also mit einem Scorpion King. Oh. Hier runterfahren mit den Kühen hinten drin. Hm, ja, okay. Hätte ich mir mal überlegen sollen. Oder halt sehr, sehr langsam halt. Ja, hier ist nämlich auch eine Serpentine. Ich habe erst ganz kurz überlegt, ob ich geradeaus fahre. Einfach so YOLO. Aber dann dachte ich mir so, nee, das mit der Serpentine wird nicht umsonst sein. Oh, die armen Kühe hinten. Oh, da vorne gibt es gleich mal kurz nasse Füße. Da müssen wir einmal ganz kurz durch den Bach. Fahr nicht zu tief ins Wasser. Danke. Danke für den Hinweis. Machen wir nicht. Oh. Boah. Boah, komm. Come on hier. Einmal alles dazugeben, was wir haben. Dass wir nicht stehen bleiben. Und was machen die Kühe hinten? Die sind dabei, ne? Mu, mu, mu. Die sind dabei und freuen sich. Was ist das hier? Ach so, hier ist ja der Schafstall, ne? Na, guck mal, die 21. Ne, die 21 ist recht groß. Das ist ein recht großes Feld. Wenn wir da dahin... Wenn wir da drauf düngen sollen oder so, dann kann das doch schon ein bisschen länger dauern. So, aber jetzt sind wir natürlich... Jetzt haben wir hier eine richtige Abkürzung gefahren, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Das war ein richtig kurzes Stück. Da ist jetzt nämlich vorne... Hier vorne ist nämlich schon die Wiese 16 und dahinter ist der Hof. Gut, ich muss natürlich jetzt auch gleich noch die Tiere wieder abladen. Das heißt, ich muss da sauber an die Abladestelle ranfahren. Das ist natürlich auch immer noch so ein bisschen eine kleine heikle Sache für mich. Aber vielleicht schaffen wir das ja diesmal. So, einmal runterbremsen. Entschuldigung. Einmal runterbremsen und hier rein. So, da haben wir... Oh no, ich bin hängen geblieben. Ich bin hier aber auch noch nie mit dem umgefahren, mit dem Anhänger. Das heißt, dass ich da jetzt hängen bleibe, ist eigentlich... Ich bleib immer hängen irgendwo, ne, mit dem scheiß Anhänger hier. Ist der gerade, ja. Muss den mal komplett raus haben wieder hier. Aus der Ecke. Wer steht da jetzt im Weg? Niemand. Jetzt muss ich meinen Trecker noch ein bisschen an dem Teil hier vorbeibringen. Und dann fahren wir... Müssen wir einmal nochmal neu reinfahren hier. Und zwar auch mit mehr Schwung. Oh, da haben wir das Schild mitgenommen. Pardon, das war keine Absicht. Das war der Traktor. So, aber dafür haben wir es jetzt geschafft, um diese Kurve rumzukommen. Alter, was für eine Fahrt. Oh, das fällt hier vorne, ne? Wenn wir das mal machen würden, ne? Ich glaube, das würde richtig Asche bringen. Das Rübenfeld. Aber ich glaube, das würde auch richtig Asche bringen, wenn wir das kaufen würden. Und dann halt dementsprechend selber abernten und die Ernte davon verkaufen. Okay, das passt. Einmal abladen die ganzen Tiere bitte. Sehr gut. Bestätigen. Jupp. So, wie viel haben wir jetzt? Wir brauchen mehr Stroh eigentlich und wir bräuchten hier Kraftfutter und alles brauchen wir eigentlich auch mehr. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt schon ein bisschen Milch, ne? Ja, ein bisschen Milch haben wir. Sehr gut. So, den Anhänger stellen wir erstmal wieder hier ins Fahrsilo rein. Und dann werden wir uns jetzt das Mähwerk holen. Das Mähwerk einmal abkoppeln. Sehr schön. Oh, falls ihr jetzt ein bisschen Glocken hört, es ist 18 Uhr in Kiel und jetzt drehen die Kirchen wieder durch. Also falls ihr da ein bisschen im Hintergrund was hört, seid mir nicht böse, das ist die örtliche christliche Gedenkstätte, die da mal wieder läutet. Leider. Aber die mir bei meinen Streams mal mitverfolgen und gerade sonntags ist das ja auch immer mal wieder der Fall, immer wieder gegeben, dass da doch mal die Kirche auch mit im Stream vorhanden ist, dass sie auch so einen kleinen, wie soll man sagen, einen kleinen Gastauftritt hat, sozusagen. Aber naja, so ist das halt. So, falls ihr euch fragt, wann ich mal LS zum Beispiel mal wieder streame, da muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich das wahrscheinlich die nächste Zeit, also vielleicht werde ich es irgendwann mal im Herbst mal wieder machen, aber vorerst habe ich da kein großes Interesse dran, LS zu streamen.
weil es mir einfach, nee, ich weiß nicht, es macht mir einfach keinen Spaß. Ne? Ich bin auch so ein bisschen, was das Streaming angeht von LS, bin ich so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Ich mache das lieber hier in meine Videos und talk da lieber so ein bisschen mit mir selber, mit euch denn quasi. Also eigentlich, ne, talk ich ja mit mir selber, aber ich talk ja mit mir für euch sozusagen. Stimmt, die Wiesen haben keine Auffahrten, ne? Und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, ah, guck mal, kann ich das auch öffnen? Ja, da ist das ganze Hub. Hier werden wir nämlich mit GPS wieder fahren. Achso, erstmal aufklappen. Aufklappen. Das absenken. Das hintere absenken. Sobald es soweit ist, dann das anschalten. Dann das anschalten. Dann das einschalten. Dann machen wir Tempomat an und dann geht das los. Man kann das ja auch machen, dass er dreht, ne? Und zwar kann man hier immer die Wände einstellen, ne? Dass er automatisiert wendet, glaube ich. Oder muss ich das selber drücken? Ah, cool. Könnte man das nicht auch automatisch lassen? Wenden lassen? GPS-Mode, Lenkrad, links abbiegen. Musste man das immer drücken? Linien. Ah, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, da gab es auch eine Möglichkeit, dass er das automatisiert auch macht, ne? Glaube ich. Aber wie gesagt, ganz hundertprozentig bin ich mir da nicht mehr sicher. Die erhöhen. Das runter. Achso, das sind die Linien, die überspringen soll, genau. Ah, hier, das ist die Geschichte, dass er selber drehen soll. Jetzt müsste er nämlich selber über GPS die ganze Zeit drehen. So der Plan dahinter. Ja, am liebsten ohne, dass du hängen bleibst. Ja, da hat er einen übersprungen. Am liebsten so, dass du nicht hängen bleibst, würde ich sagen. Machen wir mal auf 6, auf 6 Meter. Aber cool, wie er das erkennt, dass da vorne die Wiese zu Ende ist, ne? Dass da halt schon so ein bisschen der Bereich kommt, da muss ich mal umdrehen und wenden. Ja, sehr cool. Und gleich wirst du in die andere Richtung fahren. Kann ich das schon so? Ah ja, okay. Weil wir sind auf der Seite fertig. Na, vielleicht können wir dann noch einmal langfahren. Stimmt, ich sehe es gerade, einmal können wir noch langfahren. Gerade eben hat er ja so ein bisschen gestockt. Ich werde aber nochmal einen Meter mehr geben. Gerade eben hat er ein bisschen gestockt, weil er da gegen die Leitplanke gekommen ist. Ja, jetzt läuft er freier. Und dadurch kriege ich ja dann auch besser die Wände hin. Das ist ja geil. GPS ist ja richtig cool. GPS ist schon ein nicer Mod. Und dann dafür, dass man auch mal selber fahren kann, finde ich das richtig gut. Oh. Das war jetzt zu viel. Das war zu viel des Guten. Hier wollte ich dich eigentlich nicht entlangfahren lassen. Muss halt doch so ein bisschen noch aufpassen auf seine Maschine, was sie macht. Okay, wir werden jetzt das hier doch noch abfahren. Hier oben den entlang. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass er noch weiter nach unten fährt. Das wäre eigentlich so meine Vermutung gewesen, aber okay. So, dann fahren wir jetzt nochmal einerseits die Kanten ab komplett. Beziehungsweise auch einmal hier vorne nochmal mit rein. Oh, da haben wir ein bisschen was für vorne nicht mitgenommen. Naja, egal. So ist das halt. Sehr schön. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Gras.
welches wir dann auch nutzen können zum Pressen oder ja, ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Wahrscheinlich werden wir einmal den Ladewagen voll machen, dass wir da genug Gras drin haben. Und andererseits kann ich nicht auch, das habe ich letztens schon mal durchprobiert, ne? Habe ich irgendwie seitens mit dem Lenkrad irgendwie meine, achso, das machen wir mal aus alles. Genau, dass wir hier, dass ich meinen Traktor wieder selber bewegen kann. Das runter. Man kann auch mit, ich glaube, Steuerung und V, ne, dann bediene ich immer das Gerät, was gerade nicht aktiv ist, glaube ich, ne. Dadurch kann man eigentlich immer hinten auf dem Gerät draufbleiben zum Beispiel und trotzdem das vorne bedienen oder so. So, ich will jetzt nochmal ganz kurz die Ecken machen oder die Stellen machen, die jetzt noch nicht so hundertprozentig abgemäht worden sind. Weil einfach das, ich musste mich jetzt auch erstmal einfinden mit dem Mähwerk und so. Und dann ist das ziemlich cool. Gerade hier so diese Geschichten, das können wir mal komplett, tut die komplett wegnehmen. Sehr gut. Und dann nochmal an der Kante richtig schön entlang gehen. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich das hier nicht sogar aufflüge, um halt einen höheren Ertrag hier rauszuholen aus der ganzen Geschichte, weil ja die Felder, die Wiesen hier ja doch sehr klein sind. Und wenn man dann natürlich so eine Wiese hat und dadurch dann halt, dass sie aufgepflügt ist, man deutlich mehr rausholen kann, wäre es halt eine schöne Sache, ne? Meiner Meinung nach. So, einmal das hier vorne nochmal weg und da hinten. Ja, nicht ganz erwischt, aber egal. Ja, cool, können wir so lassen. Einmal alles wieder hoch und dann wieder, achso, vorne das Gerät auch mal anheben. Sehr schön. Und dann bringen wir das Ganze mal wieder an den dafür vorgesehenen Platz. Sollen wir auch mal, und dann können wir den Fan auch nochmal kurz überwaschen. Der hat nämlich jetzt auch schon eine ganze Menge Arbeit hinter sich und man sieht ja auch schon, dass da vorne so ein bisschen der Dreck dran hängt, ne? Das muss jetzt auch mal gemacht werden. So, die Wiese 1 ist eigentlich auch nochmal ein gutes Ziel, aber nicht jetzt sofort. Das machen wir dann mal wieder bei Gelegenheit. So, ah ja, guck mal, die Sauberkeit ist jetzt auf 100%, aber die Produktivität trotzdem nur auf 99% der Kühe. Okay. Auf das 1% kann ich, glaube ich, gepflegt erstmal einlassen. Wir hoffen mal, dass wir durch einige Feldmissionen sehr, sehr schnell an einen sehr, sehr hohen Kuhbestand kommen. Das ist ganz ehrlich meine Meinung. Weil viele Kühe, ne, geben viel Milch. Und dann haben wir hier irgendwann so ein Spielstand, vielleicht wie damals auf der Two Rivers. Da hatten wir ja auch Kühe ohne Ende. Das war auch witzig. Zack, das einmal abladen. Nicht abladen, sondern abmachen. So, jetzt lass mal kurz gucken, wo der Hochdruckreiniger ist. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, stand der hier hinten in der Ecke, glaube ich immer, ne? Ich glaube, hier hinten in der Ecke war irgendwo ein Waschplatz. Da ist die Werkstatt. Oder habe ich da... Ne, da habe ich den, glaube ich, selber hingestellt damals, ne? Doch, da steht er. Siehst du? Ich wusste doch, irgendwo habe ich den noch. Irgendwie war er mir in Erinnerung, dass er hier hinten steht. Der Hochdruckreiniger. Wollen wir nochmal einen Rückwärtsgang rausnehmen? Zack. Einmal den Fendt 930 reinigen. Das gute Stück. Der ist echt cool. Ich fahre damit echt gerne. Der macht echt viel Spaß. Guti. Ich würde mal sagen, wir haben echt eine ganze Menge geschafft in der heutigen Folge mal wieder. Den Kollegen werde ich jetzt erstmal beiseite parken. Ich weiß noch gar nicht, was wir in der nächsten Folge machen werden, weil die nächste Folge werde ich erst später aufnehmen. Also ich mache jetzt erstmal wieder meine Aufnahmesession quasi ein Break von meiner Aufnahmesession. Das heißt, die nächste Folge wird dann erstmal so ein bisschen wieder orientierend sein und mal gucken, was wir dann
als nächstes denn machen? Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr, wirklich sehr für den Fan über den Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.